Und pass auf, du hast einen kurzen Arm. Wo macht er nicht? Er macht nur so. Komm mal her. Helge Schneider ist auf Kurzbesuch, angereist aus der Nachbarstadt Mülheim. Tatsächlich? Hat er doch. Bei mir hat er nicht. Nee. Ach, ist ja super. Danke. Zwei Enthusiasten und Filmliebhaber. Anfang der 80er Jahre haben sie sich kennengelernt. Wann war die Operation? Im Februar, ne? Glaube ich. Ich weiß nicht, Christopher, mir ist das so wie ein schlimmer Film vorbei. Christoph, wann bist du geboren? 1960. Dann habe ich dich kennengelernt, da warst du 23 vielleicht? Nee, doch schon eher, ne? Das war eine riesige Schwangere. Genau. Hattest du denn schon Tunguska gedreht? Nee, da das noch kam nicht, danach. Ne? Das kam danach, genau. Also super dein Film, erster längerer Film wurde danach gedreht, ne? Genau, ja. Und dann direkt mit dir der zweite dann. Menü total. Menü total. Mama! 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 mit Volker und Mia. Ja. Da haben sich deine Eltern bestimmt drüber aufgeregt. Kannst du mal hinschwenken? Das muss man mal filmen, bitte. Was war das? Auch schlimme Menü, total. Hast du den gesehen? Und Kettensäge-Massaker. Das waren beide schlimme Filme. Also Kettensägen-Massaker habe ich schon nicht mehr mitgemacht. Kettensägen-Massaker, das habe ich nicht mehr mitgemacht. Ja, da hatte ich zu viel zu tun. Schlingensiefs Filme, damals als grotesk und geschmacklos kritisiert. Heute sind sie Kult. An die alten Zeiten erinnern sich die Freunde gern. Ihr Humor verbindet sie noch heute. Auch jetzt, wo ernste Themen anliegen. Der Idealfall für dich wäre, dass du so viel Arbeit hast, dass du noch nicht mal mehr an das denkst. Weißt du? War in Wien so. Ja, das ist gut. Da inszeniere ich und ich habe ja gar nicht mehr die große Show. Ich inszeniere letzten Endes was und bin aber schon wieder fast da draußen, weil ich ja darüber lachen kann und baue ja, mir das Szenen ja, zusammen, weil ich muss das modellieren. Ich muss das modellieren und ich muss das abnutzen. Damit das abgenutzt wird. Das kaputt machen. Also einfach verehre es nicht. Ich will das wegholen. Ja, das ist auch richtig. Ich will nur die Autonomie bewahren. Das finde ich bei Kranken so wichtig. Dass sie wissen, sie sind autonom. Nicht der Arzt, nicht die Krankheit. All diese Sachen müssen einfach in Grenzen gewiesen werden, weil der Mensch selber sich verliert in der Krankheit. Das ist toll. Danke sehr. Also, Prost. Schön, dass du gekommen bist. Ich war ja nicht weit weg. Außerdem habe ich Urlaub. Die lange Reise bis hierhin.